Sie werden ihre Väter, Ehemänner und Brüder nie vergessen. Und auch die Öffentlichkeit soll das nicht tun. Mit ihren Reisen zu den Gedenkstätten und den Tatorten erinnern die Angehörigen der Opfer an die schrecklichen Morde. Semija Szymczek hat in Nürnberg ihren Vater verloren. Er war das mutmaßlich erste Opfer des NSU, erschossen am 9. Juni 2000. Verlustgefühle sind das und schmerzliche Gefühle. Dann spürt man schon, dass da jemand einfach fehlt. Und der Schmerz wird auch nicht weniger, sondern das wird einfach mehr. Und seit ich einen Sohn habe, ist das so, als würde sich der Schmerz einfach verdoppeln. 9 türkisch- und griechischstämmige Händler verlieren bis 2006 ihr Leben. Erschossen immer mit derselben Waffe. Doch die Ermittler stochern lang im Dunkeln, suchen die Täter nicht in der rechten Szene, sondern die Schuld bei den Mordopfern und ihren Familien, werfen ihnen Drogenschmuggel und Geldwäsche vor. Also verarbeitet hat das meine Mutter natürlich noch nicht. Sie hat immer noch davon psychologische Folgen und sie ist ja auch noch in Therapie. Ich war damals noch viel jünger. Und also wir haben ja auch noch keine Entschuldigung von der Polizei und Genugtuung ist es nicht. Immer wieder reisen die Angehörigen gemeinsam zu den Tatorten, geben sich so gegenseitig Kraft. Es ist für sie ganz bedeutsam, damit sie einfach sehen, dass in Deutschland diese Serienmorde nicht vergessen sind, dass es Orte gibt, an denen man weiß, was geschehen ist, zu denen man gehen kann. Dort, wo ihr Vater erschossen wurde, verteilt Semija Szymczek türkische Süßigkeiten mit Rosenwasser. Denn Rosen mochte ihr Vater, der Blumenhändler, besonders gern. Semija Szymczek und ihre Familie sind, wie die anderen Opfer des NSU auch, vom Prozess gegen Beate Zschäpe enttäuscht. Was die Täter an Strafe kriegen, interessiert mich eher weniger. Ich will nur 100%ige Aufklärung. Aber leider passiert das nicht. Die Zschäpe redet nicht. Ich verlange einfach, dass das nicht nochmal passieren soll. Was uns passiert ist, soll keiner anderen Familie mehr passieren. Semija Szymczek will vor allem eines wissen. Warum mein Vater? Sie hofft, dass diese Wahrheit doch noch irgendwann ans Licht kommt.